Dankeschön. Dann gucken wir uns das Lager weiter an. Da ist ein Buch. Danke, Iron. Danke, Hybrid. Und hallo, keine Finger. Dieser Godir passt auf die Beschreibung von keine Finger, einem Anführer des Stammes. Er scheint zu schlafen. Hallo? Seid ihr keine Finger? Der Agonia antwortet nicht. Er scheint tief und fest zu schlafen. Wenn keine Finger mit dem Fuß anstupsen, nichts passiert. Scheint wirklich einen ungemein festen Schlaf zu haben. Einen anderen Weg finden, um keine Finger aufzuwecken. Quest noch. Juhu! Was ist los? Ich bin da. Ich bin wach. Ich habe von gefleckten Fischen geträumt. Jetzt bin ich hungrig und nass. Erklärt euch. Ich muss euch ein paar Fragen stellen. Trotz allem, was ihr womöglich gehört habt, ist ein Eimer voll Wasser ins Gesicht keine traditionelle Begrüßung unter Argoniern. Aber ich nehme es mit den üblichen Gepflogenheiten nicht so genau. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe so einiges auf dem Herzen. Was haltet ihr vom Dominion? Solange ich meine Guar züchten und im Schatten schlafen kann, schert es mich nicht, wer über dieses Land herrscht. Wir wollen in Frieden und Freiheit leben. Wenn das Dominion uns dabei unterstützt, dann unterstütze ich das Dominion. Und wenn es euch nicht unterstützt? Dann suche ich mir einen anderen Ort, um im Schatten zu schlafen. Einige der Rauhäute in diesem Okay. Dorf sehen es vielleicht ein wenig anders. Ihnen würde ich keinen Eimer Wasser ins Gesicht schütten. Da könnte man glatt einen Hallo, Finger Masuna. verlieren. Auferstanden aus dem Körper Kitty und seinem Miez bist du. Oh. Hast du nochmal geschlafen, Kitty? Ja, das fühlt das sieht so schuppig aus. Ja. Unser Freund hier ist sehr, sehr schuppenbedürftig. Alles gut bei dir? Zu deiner Frage, ja, ich lebe. Weiter wird sich dieser Zustand bei mir sich heute nicht verändern. Ich lebe einfach. Masuna. Einfach nein. Na jetzt. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Das Treffen. Ich hätte es fast verschlafen. Utate wollte über das Gemaule wegen der Barrikaden sprechen. Ihr solltet mitkommen und euch anschauen, wie wir uns selbst regieren. Warum werdet ihr keine Finger genannt? Ich bin von einem Ende Tamriels zum anderen gezogen. Und immer hatte ich mit wilden Tieren zu tun. In all dieser Zeit habe ich nie einen Finger verloren. Aber in dem Augenblick, in dem ich mich hat noch alle Finger nenne, wird mir ein Guar sicher den Arm abreißen. Was ist eure Rolle innerhalb dieses Stammes? Als mein Stamm Schwarzmarsch verließ, nahmen wir Tiere aus unserer Heimat mit. Niemand wollte diese Aufgabe, Jetzt bin ich immer also so habe freundlich ich sie begrüßt. übernommen. Mir sind Tiere lieber als Leute. Viel pragmatischer, weniger Das Geilste ist, das ist die kompliziert. Stimme Und von man weiß dem immer, wenn eines von ihnen Baron aus Witcher. vorhat, dich zu Also aus Witcher fressen. 3. Fällt mir gerade mal so auf. Warum macht euch das zu einem der Anführer des Stammes? Tut es Yay, eigentlich Kitty hat gar sie nicht. eingeloggt. Aber wenn man dafür verantwortlich ist, die Wamasu ruhig zu halten, dann legt sich keiner mit einem an. Ha, hab ich euch erwischt.
Der Stamm sieht mich als jemanden, der ungeachtet jeglicher Gefahr nie die Ruhe verliert. Und damit geht Respekt einher. So einfach ist das. Okay. Frage mal, ob er ein komisches Kind hat. Oder ist das das Kind? Nein! Das ist nicht das Kind. Das sind ja zwei ganz verschiedene Genres. Oh, was für ein Arsch. Er hat kein schuppiges Kind. Das sind zwei ganz andere Universen. Hinfort, Außenseiterin. Seid ihr nicht willkommen? Kann ich euch einige Fragen stellen? Ich spreche nur mit Kriegern, nicht mit faulen Eiern. Wollt ihr, dass ich mit euch kämpfe? Wenn ich euren Tod wollen würde, würde ich gar nicht erst fragen. Ich sag mir, was für eine nein. Kriegerin ihr seid. Einfach nein, wenn ihr Masuna. Ein Duell mit einem meiner Jäger überlebt, einfach würde ich eure Fragen beantworten. Nein. Einfach nein. Nein. Euer Schädel braucht mehr Dellen. Dabei kann ich euch helfen. Okay. Slim Ja wird stolz auf mich sein. Das stimmt man so nicht. Ich weiß es nicht. Aber du weißt es im Gegenzug ja auch nicht. Ja? Ihr habt eure Stärke bewiesen. Kannst es ja auch nicht beweisen, dass es so ist. Ich habe schon Besseres gesehen. Also los, fragt schon. Was ist eure Rolle innerhalb des Stammes? Ich jage und fische. Ich bin besser darin als die anderen. Und sie respektieren meine Stärke. Dieser Stamm hat vergessen, wie man überlebt. Ihr wollt wissen, welche Rolle ich habe? Ich erinnere sie daran, was wir zurückgelassen haben. Was meint ihr? Ganz gleich, wie weit dieser Stamm auch in die Welt hinausziehen mag, er wird trotzdem immer jedem Elfen die Stiefel lecken. Dunkelelfen, Hochelfen, sogar bei einem Nord mit spitzen Ohren wären sie dazu bereit. Doch manche von uns haben gegen unsere Sklavenhalter gekämpft. Und wenn sie das vergessen, dann erinnere ich sie daran. Haltet ihr das Dominium für Sklavenhalter? Mit Dominion meint ihr wohl Königin Eiren. Sie ist wie eine Matrone der Dunkelelfen, aber ihre Knute ist eine Armee aus Talmor-Lakaien. Die Waldelfen und die Khajiit sind die schlimmste Art von Sklaven. Sie pflastern ihr die Straße zum Sieg mit ihrem eigenen Blut und danken ihr noch für diese Ehre. Ihr habt also für das Dominion nichts übrig. Das waren genug Fragen. Utatei okay. hat ein Treffen einberufen, um über die Barrikaden zu sprechen. Wenn ihr so versessen darauf seid, meine Gedanken zu erfahren, dann solltet ihr daran teilnehmen. Okay. Machen wir. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben das Genörgel gehört. Wenn das hier unser Zuhause sein soll, darf der Widerstand gegen das Dominion kein Thema mehr sein. Schwanzlüpfende Närrin! Ignorieren wir etwa das Sklavenquartier, das sie um uns herum erbauen? Dieser Waldelfengott, dem ihr folgt, vernebelt euch den Geist. Ifra kann uns Schlüpflinge schenken, Slim. Ja, Frieden mit dem Dominion ist unsere einzige Überlebenschance. Während ihr zu den Bäumen flüstert, misst das Dominion schon eure Handgelenke ab für die Fesseln. Ich kann das nicht zulassen. Slim, ja. Was redet ihr da? Utatei, ihr bringt unsere Leute von den Hist ab. Ich bestrafe euch für eure Ketzerei. Slim, ja, nein! Für Sitis! Ike? Ich wusste von der Wut von Slim, der 90 näher. Yay. Aber Utatei umzubringen, Wahnsinn! Warum würde Slim ja so etwas tun? Habt ihr sie nicht gehört?
Sie ist mit den Schuppen voran von den Klippen des Wahnsinns gesprungen. Der Zorn brennt ein Loch in ihren Verstand. Uta Te zu töten muss Teil eines größeren Plans sein. Was meint ihr? Slim Ya war einst eine Schattenschuppe, eine heilige Assassine, die man in ganz Schwarzmarsch fürchtete. Uta Te so zu bestrafen, wie sie es getan hat, war ein Zeichen. Ihre Jäger werden schon auf der Lauer liegen, auf alles vorbereitet. Sie werden bis zum Tod kämpfen. Also müssen wir ihnen diesen Gefallen tun. Ihr wollt meine Hilfe beim Töten der Jäger von Slimya? Wenn ein Soldat des Dominions durch die Hände dieser Narren stirbt, wird mein ganzer Stamm dafür büßen. Also ja, wir müssen sie töten, wenn es euch nicht zu viele Umstände macht. Nein. Aber habt keine Angst. Kommt, wenn gerufen, kann euch helfen, sie aufzuspüren. Wer ist, kommt, wenn gerufen? Der winzige Gua, der an eurem Knöchel herumschnüffelt. Keine Sorge, das heißt nur, dass er euch mag. Durchsucht die Strandlager nach den Jägern von Slimya. Ich werde ein Hähnchenbeißer, ist es auch, dass ich es mag, oder was? Scharen und die Waldlager übernehmen. Also in Erlebnis. Wir treffen uns in der alten Meereshöhle westlich vom grauen Morast. Gut, wir sehen uns dort. Wir sollten uns beeilen. Wenn die Jäger von Slimya die Soldaten des Dominions angreifen, ist mein Stamm dem Untergang geweiht. Okay, und wie kann Kompfengruf mir helfen, die Jäger von Slimya aufzuspüren? Ich habe den Kleinen abgerichtet, um mit den Jägern zusammenzuarbeiten. Er ist mit ihrem Geruch bestens vertraut. Wenn sie in der Nähe sind, wird er euch mit großer Freude zu ihnen führen. Die Jäger? Sie werden sich nicht ganz so darüber freuen. Okay. Los, kommt, wenn gerufen. Jetzt sind die Köpfe der Wamasu. Ja, es kann dauern. Das ist ein Fisch. Wir suchen keinen Fisch. Aha. Ist aber auch nicht die Person, die wir suchen. Auf, mein Kleiner. Ich suche gleich zwei. Nicht aufhalten. Heil Sitis. Verteilen.
Okay. Trifft euch mit keine Finger. Lisa. Ihr atmet noch. Gut. Nein, ich tue nur so. Atmen ist gut. Slimja ist tiefer in der Meereshöhle. Sie versucht, Mutter Blitz unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn ihr das gelingt, haben die Soldaten des Dominions keine Chance mehr. Was ist Mutter Blitz? Die Riesenechsen mit den Blitzen in den Zähnen sind Vamasu. Mutter Blitz hat ihre Eier gelegt und sie bis zum Schlüpfen behütet. Alles an ihr ist doppelt so groß wie bei den anderen. Nett. Es schmerzt mich, das zu sagen, aber ihr werdet sie zur Strecke bringen müssen, wenn ihr Slimja tötet. Warum wollt ihr, dass ich das tue? Ich war einst eine Schattenschuppe, genau wie Slimja. Wenn ich sie ohne einen Mordauftrag töten würde, wäre das schiere Ketzerei. Mein ganzes bisheriges Leben habe ich nicht den Zorn der Mutter der Nacht erregt und ich habe nicht vor, jetzt noch damit anzufangen. Also soll ich das machen, oder wie? Meine Zähne unterliegt jedoch nicht solchen Einschränkungen. Ist eifrige Zähne ein Gua? Ja, sie kaut gerade auf dem Rückgrat dieses Jägers dort herum. Sie gehört zur kratzbürstigen Sorte. Nett. Ich werde ins Dorf zurückkehren und die Vamasu vertreiben. Wenn sie spüren, dass Mutter Blitz in Gefahr ist, könnten sie vor lauter Panik im grauen Morast alles niedertrampeln. Okay, ich kümmere mich um Slimja und Mutter Blitz. Viel Glück, meine Freundin. Aber mit eifrigen Zähnen an eurer Seite solltet ihr nicht allzu viele Probleme haben. Mhm. Ja, das wird sich noch herausstellen. Das war mit Olive und ihr Wahnsinn. Das ist so wahr. Apropos, ich hab doch. Da. Ich würde schon erst so stimmen. Ich weiß ja nicht. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Oh Gott. Ob ich müde bin? Ja, und war mal so. Hallöchen. Dieses fette Viech, ey. Ja, wie groß wollen sie ihre Höhle haben? Wieso denkt sie so? Ja, wollen wir. Welcher Spiegel?
Ich habe keinen Spiegel. Spiegel zerbrechen, wenn ich an ihm vorbeigehe. Jetzt zersplittert er den Band. Ach ja, stimmt. Das war mein Spiegel, stimmt. Ja, da war was. Boah. Müde. Oh, der ist Mutter Blitz. So, Slimia ist tot, Mutter Blitz braucht noch ein bisschen. Ich müde bin. Ja, bin ich. Hybrid. Aus. Danke, Ryan. Und ich will keins. Solche Witze packe ich mit. Nee, ich auch nicht, Ryan. Ich auch nicht. Also, ich... Wie gesagt, ich lebe heute zwar. Aber... Das bezieht sich nur aufs Atmen. Und aufs Atmen. Für mehr bin ich heute nicht in der Lage. Ich bin heute gefühlt einfach nicht da. Ihr da, bleibt stehen! Vor euch liegt große Gefahr! Nee, nur ein Wegschrein. Den Rest mache ich gleich. Ihr da. Nein, immer noch nicht. Geisterstreamer, also ja, so in der Art. Ich sitze hier zwar und spiele, aber ja. Von mir ist heute nicht großartig viel zu erwarten. Ihr seid zurück. Ich habe eigentlich den Stream auch nur deswegen angemacht. Erstens, weil ich sowieso zocken würde. Eifrige Zähne nicht überlebt, oder? Zum anderen, wenn die wieder ins Stream absagen wurde. Nur weil ich zu wenig geschlafen habe. Also, ich habe nicht zu wenig geschlafen, aber ich bin einfach müde. Bin einfach nur müde. Sie hat die Schlacht nicht überlebt. Ich verstehe. Wir werden dich vermissen, eifrige Zähne. Aber jetzt ist nicht die rechte Zeit, um zu trauern. Offizierin Pavinel verliert langsam die Geduld mit unserem Stamm. Vielleicht würde sie uns in Ruhe lassen, wenn ihr die Wogen etwas glätten könntet. Warum wollt ihr, dass ich für euren Stamm spreche? Keiner von den anderen will mit ihr sprechen. Sie fürchten, sie könnte etwas über die Kämpfe herausfinden. Deshalb bewahren sie lieber Stillschweigen und hoffen, dass ich alles in Ordnung bringe. Aber ich bin ein schrecklich schlechter Lügner. Ich könnte das Fehlen von Uta Tay und von Slimia niemals glaubhaft verschleiern. Ihr wollt, dass ich darüber lüge, was hier geschehen ist? Ich will nicht, dass der Stamm aus seiner Heimat vertrieben wird.
diese Leute. Es ist aber eigentlich eure Heimat, ihr seid dort zugezogen. Sie haben im grauen Morast neue Hoffnung geschöpft. Ich will wegen der törichten Taten von Slimja wieder entrissen wird. Was werdet ihr ihr denn erzählen, wenn ich fragen darf? Oh, geht ihr nichts an? Ich werde tun, was ich für richtig halte. Das solltet ihr auch. Ich hoffe nur, dass das, was ihr für richtig haltet, das tut mir leid, ich bin echt müde. Ich bin echt so ein bisschen müde. Ich finde die Geschichte von dem Stamm jetzt hier auch gerade nicht so spannend. Das war es dann. Das Dominion beauftragt, uns aus Gradwald zu vertreiben. Hier werde ich ganz. Ich glaube, ich werde nochmal so verwandern. Ja. Mach das. Haben von Kampfgeräuschen an den Stränden berichtet. Das tut mir doch leid. Damit bin ich weiß auch nicht, wie ich mich wachhalten soll. Ich habe nur noch einen Energy. Kann, werden meine Vorgesetzten davon hören und das Schlimmste annehmen. Ihr müsst mir sagen, was im grauen Morast vor sich geht. Ich vorhin im Kampf geübt. Wahrscheinlich haben auch Spieler das gehört. Einige der Jäger haben sich vorhin im Kampf geübt. Wahrscheinlich haben auch Speer das gehört. Ich sehe hier derzeit keine Jäger. Und weder habe ich Uta Tay noch Slim Ja gesehen. Keine der Wachen hat irgendwen aus der Stadt kommen sehen. Wo sind sie also hin? Ich habe gehört, dass sie darüber sprachen, draußen auf hoher See fischen zu wollen. Vielleicht haben sie ein Boot genommen. Ich verstehe. Ich will mit ihnen sprechen, sobald sie wieder zurück sind. Ich glaube, kann ich gar nicht. Aber fürs Erste brauche ich sie nicht für meine Bye, Iron. Du kannst aber dennoch versuchen. Seid ihr sicher, dass das Dominion von diesen Leuten nichts zu befürchten hat? Ja, ich bin mir sicher. Dann ist das alles, was ich für meinen Bericht brauche. Meine Vorgesetzten werden zwar nicht glücklich sein, aber ich bin mir sicher, dass sie sich schon an die Vorstellung gewöhnen werden. Vielen Dank, dass ihr in dieser Angelegenheit so einen klaren Blick behalten habt. Ich hoffe, diese Barrikaden sind in einem Monat abgerissen. Okay. Agonia des grauen Morastes. Solange dieser Stamm sich zum Dominion bekennt, werdet ihr in Gradwald stets ein Zuhause haben. Wenn wir dann dazugehören, werden wir Treue schwören. Oder, Shatuna? Reißt die Göttlichen. Hauptsache, wir dürfen bleiben. Ich bin erleichtert, dass ihr alle so erfreut seid. Wir müssen diese Mega viel lesen. Ja, das kommt ja gleich. Wir wechseln ja bald das Spiel. Das kommt ja gleich mit dem Lesen. Farnblatts Dornen haben einen Schrein gebaut, als Tribut an die Tiere von Gradwald. Wer sind Farnblatts Dornen? Wir sind Jäger, die in allen Dingen nach einem Gleichgewicht streben. Die meisten von uns Waldelfen sind in Gradwald heimisch. Doch jeder, der etwas über den Weg des Waldes lernen will, kann sich an unseren Prüfungen versuchen und unseren Reihen beitreten, sofern er denn überlebt. Ist in einem riesigen Baum. Bist du auch in dem Gebiet, wo ich bin? Parkplatzdorn, was? Fahnenplatz. Nicht Parkplatz. Wo kann ich eure Prüfung ablegen? In Fahnenplatz Wald. Bist du in Eldenwurz? Also in der Stadt Eldenwurz? Wenn ihr sie aufsuchen wollt, dann tut euch selbst einen Gefallen. Das ist die Stadt, die in diesem Baum ist. Und sie wird euch genauso behandeln. Gebiet Gradwald und Stadt Eldenwurz. Ja, dann bin ich gar nicht so weit von ihr entfernt. Das werde ich tun. Ich bin hier und du bist dann hier. Bin etwas unter dir quasi. Ihr da, bleibt stehen! Vor euch liegt große Gefahr! Ich weiß! Hast du schon mal gesagt! Ich hätte aber gerne, dass man diese Himmelsscherbe. Das ist eine beliebte Speise bei Zwergschlägern. Südspitz ist zurzeit tabu. Für eure eigene Sicherheit müsst ihr zurückbleiben. Was ist geschehen? Die Bürger von Südspitz töten einander in den Straßen. Es ist... So etwas habe ich noch nie gesehen. Hauptmann Elontor könnte Hilfe bei der Evakuierung der Überlebenden brauchen. Ihr werdet ihn an der Straße vor der Stadt finden.
Ich werde mit eurem Hauptmann sprechen. Ist noch jemand? Ich suche Arbeit. Kennt ihr jemanden, der einen Träger gebrauchen kann? Ich kann ordentlich zupacken und bin wirklich gut im Zeltabbau, beim Transport und beim Zeltaufbau und natürlich beim Hochstemmen. Und sagt nicht Zirkus. Ich habe genug vom Zirkus. Zirkus? Was meint ihr? Ich habe beim Zirkus in der Nähe von Eldenwurz gearbeitet. Es war keine schlechte Anstellung, aber die Besitzerin, Sarandel, sie weiß einfach nicht, was sie tut. Wir kamen den ganzen weiten Weg von den Sommersendinseln hierher. Und jetzt können die Artisten nicht auftreten. Huch. Wo liegt denn das Problem? Ich kenne die Einzelheiten nicht. Hört mal, das soll euch Sarandel selbst erzählen. Ich bin fertig mit dieser Sache. Mhm. Danke, das werde ich tun. Da hinten. Wir machen erstmal den Auftrag hier. Da ist noch ein Buch. Kehrt um, Bürgerin. Südspitz ist... Ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll. Ich lese jetzt meine Woche, die ich so machen muss. Bist du fertig mit deinen Sachen? Ich will es Downblatt nicht mehr. Das Downblatt ist halt wirklich... Es zieht sich. Es zieht sich halt wirklich. Es gibt wenige gute Stellen, finde ich. Wie gesagt, ist für mich meiner Meinung nach das schwächste Addon. Was ist geschehen? Ich habe 3 meiner besten Späher nach Südspitz hineingeschickt, um diese Frage zu beantworten. Doch keiner kam wieder raus. Bis ich um ihr Schicksal weiß, kann ich keine Verstärkung anfordern. Doch ich schicke niemanden mehr hinein, bis ich weiß, was mit den Spähern geschehen ist. Ihr versteht also sicherlich, in welcher Klemme ich stecke. Jetzt Marina reicht aber auch wieder für eine lange Zeit. Ist Arena PvP? Oder was ist das genau? Was wäre, wenn ich eure Späher suchen würde? Ich halte euch da sicher nicht auf. Eine Bürgerin aus Südspitz hat ebenfalls angeboten, bei der Suche nach den Spähern zu helfen. Aber sie erschien mir etwas exzentrisch. Mhm. Vielleicht hat sie noch mehr zu bieten als nur beunruhigende Theorien. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde mit dir sprechen. Ihr solltet wissen, dass Daranet irgendeine Art von gehobener Position in Eldenwurz innehat. Sie scheint zu glauben, dass ihr Ruf vorauseilt. Es besteht keine Notwendigkeit, ihr gleich den Saum der Robe zu küssen, aber sie ist ziemlich empfindlich, wenn es darum geht, ihr den gebotenen Respekt zu erweisen. Okay. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Als ich Daranet das letzte Mal sah, suchte sie Zuflucht in einem der Zelte. Ich könnte ohne diesen verdammten Regen leben. Es stürmt, seit wir angekommen sind, und es sieht nicht so aus, als ob es nachlässt. Kann ich euch einige Fragen stellen? Fragt, was ihr wollt. Schon laufe ich hier öfter wegen den Waffen. Immer nach langer Zeit wieder als Stromarena dazu. Ah, okay. Hallo, Kitty. Das ist doch gar nicht wieder gefunden. Ja gut, war jetzt aber auch nicht so schwer. Ich habe ja gesagt, wo ich bin. Das war ja jetzt nicht ganz so schwierig für Kitty. Hat Hauptmann Elonto euch geschickt, um mich zu verhöhnen?
Seid ihr gekommen, um mir zu sagen, dass ich die Arbeit eines dädrischen Fürsten nicht erkenne, wenn ich sie sehe? Dädrischer Fürst? Was für ein dädrischer Fürst? Liegt das nicht auf der Hand? Der Wahnsinn breitete sich in Südspitz aus wie eine Seuche. Und zwar rasant. Nur ein dädrischer Fürst verfügt über solche Macht. Welcher dädrischer Fürst? Sheogora. Oh nein. Der dädrische Fürst des Wahnsinns. Nein. Ihr habt doch schon von ihm gehört, oder? Ja, aber nein. Die Sheogora. Nein. Nein. Nein, ich habe einen Drink, das ist... Ich mag den Kerl nicht. Ihr wirkt mir nicht sonderlich besorgt wie in Südspitz. Ich bin sogar außerordentlich besorgt. Schließlich ist das hier meine Heimat. Aber ich würde meine Sorge lieber zeigen, indem ich etwas gegen das Problem unternehme. Ich verliere es gar nicht. Der Hauptmann wollte seine Speer finden, oder? Wir sollten losgehen. Ihr wollt mit mir mitkommen? Natürlich. Ihr braucht jemanden, der die Stadt kennt. Und ich brauche jemanden, mit dem ich in diesem schönen Regen einen Spaziergang machen kann. Streiten bringt eh nichts. Ich bekam schon meinen Willen, als ihr noch nicht einmal geboren wart. Oder ja, so sieht's aus. Dass eine nette alte Dame mehr Tapferkeit unter Beweis stellt als ihr? Hat jemand Meyers gerufen? Was? Was? Nur so nebenbei. Kennst du das Tatsache Mortis? Ja. Ja. Habe ich sogar schon live gesehen. Wenn es um die Band geht. Dann ja. Mächtiges Badaboom. Ja toll, ich gehe auch so den kleinsten, dünnsten Weg da entlang. Die Straßen sind gefährlich. Wir sollten die Wohnhäuser überprüfen. Mhm. Verhaltet euch nachbarschaftlich. Findet klar. Ihr raus, ob die Bewohner wissen, wo sich die Späher aufhalten. Kein Späher. Und ich hoffe inständig, dass dieser Gestank von einem Tier länger, war. Also Jörg. Hier ist auch ein Eso-Zocker. Echt? Warum nicht, ne? Eso ist ja auch ein geiles Game. Südspitz war solch ein unheimlicher Ort. Der neue Bürgermeister räumt. Also erstmal. Stimmt ihm gar nicht zu? Oh. Ich suche nach Spielen des Dominions. Habt ihr sie gesehen? Das Dominion? Südspitz ist nicht mehr Teil des Dominions. Das hat der Bürgermeister angeordnet. Wenn Späher des Dominions mit ihren matschigen Stiefeln durch unsere Straßen marschieren würden, würden wir sie ganz sicher alle fesseln. Macht ihr euch keine Sorgen um die Morde auf den Straßen? Sie bringen sich um? Oh, meint ihr die Reinigungstrupps? Sorgt euch nicht um sie. Sie tun einfach nur, was sie müssen, um Südspitz zum Glänzen zu bringen. Ihr solltet von ihr verschwinden. Oh nein. Ich kann mein Heim erst verlassen, wenn alles blitzt und glänzt. Außerdem hat der Bürgermeister gesagt, dass niemand gehen darf. Und wir wissen doch alle, was mit denen geschieht, die nicht auf den Bürgermeister hören. Was geschieht dann? Man wird gefesselt oder in die Katakomben geworfen. Das hat man aber auch verdient, wenn man sich dem Bürgermeister widersetzt. Ja, natürlich. Er ist ein gerechter Mann, ein rechtschaffender Mann. Wir sollten auf seine Worte hören, und zwar auf jedes einzelne von ihm. Natürlich! Wenn der Bürgermeister sagt, springt vor der Klippe, springt die alle von der Klippe, ne? Ja, ja. Das wäre nicht so sonderlich hilfreich. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal mit wir dem Hund hier raus. Späher, nur mein Nachbar. Obwohl dies gewiss ein interessantes Arrangement ist. Ist dem so? Entschuldigt, aber ich kann jetzt nicht plaudern. Ich muss die Betten für ihre Ankunft vorbereiten. Wessen Ankunft? Die der 8 Göttlichen natürlich. Da wollen wir doch keine ungemachten Betten haben. So, nach Späher des Dominions. Ich habe vor ein paar Stunden ein paar Soldaten des Dominions gesehen. Ich glaube, der Bürgermeister hat den Waldelfen ihr Fleisch versprochen, aber ich könnte mich auch täuschen. Es mussten Bettlaken gewaschen werden. Was meint ihr? Die Waldelfen. Mörder! Mörder! Kitty!
Süßes. Die hat mir aber gemacht. Bei mir hat er doch ganz freundlich mit mir geredet. Bei mir war es so ein Meuchelmörder. Ihr folgt da fast. Verschwindet aus meinem Kopf. Ihr werdet mich nicht noch einmal töten. Ich bin unverwundbar. Kitty, der aggressive Kater. Huch! Nein! Aber da. Es ist noch nicht Zeit! Muss der Bürgermeister sagte, dass ihr mich nicht vor dem Abendessen verspeisen könnt. Und hätte Jörg einmal mit mir noch umgehoben und der Junior locker drei hoch. Ich bin aber genial. Ja, gut, das glaube ich. Das glaube ich gern. Also ich kann es auch nicht hochheben. Wir sind hier, um euch zu befreien und nicht, um euch zu fressen. Arkay sei gepriesen. Diese ganze Stadt hat den Verstand verloren. Wir hätten Hauptmann Elontor sofort Meldung machen sollen, aber ich habe darauf bestanden, dass wir weiter vorrücken. Wenn wir zurückgefallen wären, dann wären meine Späher vielleicht noch bei sich. Was meint ihr? Die verrückten Leute haben uns zu ihrem Bürgermeister gebracht. Ich weiß nicht, wie er das angestellt hat. Aber er hat meine Späher in Bären verwandelt. Die Kriegerin Bären. Des Lichts. Ich dachte, er würde mir das Gleiche antun. Naja. Aber er hat sich also ja, aber nein. Er meinte, dass mich die Einheimischen zum Abendessen verspeisen würden. Einfach nein. Was könnt ihr mir über den Bürgermeister erzählen? Er hat sich selbst in dieser großen Kathedrale eingeschlossen. Ich habe gesehen, wie diese Tore aufleuchteten. Hell wie echt? Ein Sommerhimmel. Ist und das so? Licht um sie dann wieder verblasste. Magie hält sie geschlossen. Da bin ich mir sicher. Ich habe genug von diesem Ort. Bitte bindet mich los. Ich muss Hauptmann Elontor warnen. Und ich muss mit Wolzi kurz Gassi. In Ordnung, ich werde euch losbinden. Ich muss Wolzi einmal kurz im Garten lassen. Jo, wir stehen ja hier, glaube ich, denke ich, recht sicher. Hoffe ich. Wir sollten uns überlegen, was wir mit ihm machen. Ja. Deswegen bringe ich einmal kurz den Hund raus.